Hallo ihr Lieben, mein Name ist Kirsten. Ganz herzlich willkommen im Haus mit dem Rosensofa. Und ich darf euch heute diese wunderschöne, praktische und ganz einfach zu nähende Hose vorstellen. Die ist nicht nur schick, die hat hier ja diese Falten, zwei auf jeder Seite. Die hat auch Taschen. Eine rechts und eine links. Die Taschen könnt ihr natürlich auch weglassen. Ich zeige euch mal kurz, wo ihr das Schnittmuster herbekommt. So, und hier findet ihr das Schnittmuster. Das ist eine öffentliche Facebook-Seite, also auch alle, die ihr nicht bei Facebook seid, ihr könnt auf dieses Schnittmuster über diese Seite zugreifen. Ich werde die Seite unter dem Video in der Infobox verlinken. Dann öffnet sich die auch, wie gesagt, auch wenn ihr nicht bei Facebook seid. Und dann könnt ihr hier, das ist fixiert hier oben, könnt ihr hier die Freebooks finden. Es gibt inzwischen schon 4. Und die Pumpleg ist die, die wir heute nähen wollen. Wer Ideen braucht für Designbeispiele, wer auch an diesem Röckchen zum Beispiel interessiert ist, der ist hier auf der Seite auf jeden Fall richtig. Alle, die bei Facebook sind, hinterlassen vielleicht ein Gefällt mir hier. Gut, dann gehen wir mal an den Nähtisch. So, hier seht ihr die Teile, die ihr braucht. Das Hauptschnittmuster wird zweimal im Bruch zugeschnitten. Ihr müsst überall, also ich habe mich jetzt für Größe 104 entschieden, ihr müsst überall eine Nahtzugabe dazu geben. 1 cm habe ich hier dazu gegeben und zwar komplett einmal rundherum. Also ich habe hier angefangen mit der Nahtzugabe, bin hier bis unten ans Bein gegangen, obenrum auf dieses Stück, da wo der Stoff im Bruch liegt, also doppelt liegt, da braucht ihr natürlich keine Nahtzugabe dazu geben. Außerdem müsst ihr die Taschen ausschneiden, wenn ihr Taschen möchtet. Das sind die Taschen, die habe ich einfach abgezeichnet mit so einem Butterbrotpapier und da auch natürlich die Nahtzugabe komplett drumherum dazugegeben. Und ihr braucht Bündchenstoff. Was ihr dann noch machen solltet, das sind so kleine Knipse. Könnt ihr hier sehen, habe ich hier schon gemacht. Guckt ihr bei eurer Größe, das ist bei mir diese lila an der Linie und das ist der Knips. Und der wird dann hier oben, könnt ihr sehen, so etwa 3 mm schneide ich die Stoffe ein. Die lagen dabei doppelt, sodass ich, wenn ich das jetzt auffalte, 4 Knipse auf jeder Seite habe. Also ich habe hier 4 und hier sind auch 4. So, ihr könnt sehen, das eine Hosenbein liegt vor mir. Rechte Seite guckt mich an. Es geht um die Knipse. Ihr faltet das, da ist der erste. Also von diesen 4 ist das quasi der letzte von der Seite. Ihr faltet das zusammen. Könnt ihr sehen, hier ist der. Steckt jetzt in beide Knipse eine Nadel, wobei die hier am Rand etwas daneben steckt. Faltet das jetzt wieder auf. Und steckt hier in die Mitte noch eine Nadel. Das sieht dann so aus. Es sind dann 3 Stofflagen. Die Knipse sind direkt am Rand. Hier ist eine am Rand. Und hier ist der zweite am Rand. Jetzt geht es um die nächsten beiden Einschnitte. Das ist einmal der da und einmal der hier. Wieder bis zu diesem hier zur Mitte falten. Ich habe wieder meine beiden Nadeln gesteckt. Hier ist der eine Knips. Hier neben dieser Nadel direkt ist der andere. Könnt ihr gut sehen, glaube ich. Jetzt wird das wieder rausgefaltet am Knips. Zurück. Sodass der wieder am Rand liegt. Und wieder eine dritte Nadel in die Mitte stecken. So sieht das jetzt von oben aus. Wobei ich glaube, ihr könnt da gar nicht so viel sehen, weil der Stoff hier halt eingeschnitten ist. Das sind jetzt 2 Falten, zeigen nach innen. Das gleiche machen wir auf der rechten Seite. Das hier ist, das ist der letzte Knips, den ich hier habe, der 4. vom rechten Rand. Ich falte das rüber, stecke mir 2 Nadeln, falte das wieder raus und mache das mit dem zweiten auch so. Das sieht jetzt so aus. Ich habe die mal gedreht, das könnt ihr ja sicher sehen. Einfach damit ich sie euch mal ganz zeigen kann. Ich finde, das macht schon was her. Das gleiche macht ihr mit der Rückseite der Hose. So sehen die beiden Teile gesteckt aus. Jetzt wird eine Hilfsnaht gemacht, damit die Falten nachher sich nicht auflösen, wenn ihr wirklich in Anführungsstrichen nähen wollt. Ihr näht einfach einmal, ich nehme jetzt einen ganz normalen Geradstich, das ist kein elastischer Stich, aber wenn diese Hilfsnaht nachher kaputt geht, da kommt es nicht drauf an, weil die wird nachher noch mit einem Overlock-Stich umsäumt, die Hose, und von daher kann die Hilfsnaht gerne reißen. Ich nähe jetzt also, ich fange jetzt hier irgendwo an und nähe nur einmal diese
faltenfest. Und das mache ich natürlich auf beiden Teilen. Ihr müsst natürlich diese Naht innerhalb der Nahtzugabe nähen. Das heißt, maximal, wenn ihr jetzt 1 cm Nahtzugabe dazu gegeben habt, dann müsst ihr innerhalb von diesem Zentimeter nähen, also bei maximal einem halben Zentimeter ungefähr. So sieht das jetzt aus. Jetzt einmal umdrehen. Ihr braucht euer Schnittmuster nochmal. Und jetzt zeichnet ihr euch innerhalb der Nahtzugabe. Also, meine Nahtzugabe ist hier ja sowieso noch mit dran am Schnittmuster. Ich habe das vorher ja verlängert. Meine Linie geht jetzt hier los. Entweder macht ihr euch hier noch so einen kleinen Knips oder ihr malt euch das dahin mit so einem Aqualiner. Da löst sich nachher wieder auf. Oder ihr steckt euch eine Stecknadel. Ist egal, wie ihr es macht. Ihr müsst die Taschen markieren. Einmal hier auf der linken Seite rechts und auf dem anderen Stück natürlich auch. So sieht das jetzt aus. Ich habe hier jetzt meine beiden Markierungen. Ich habe so diesen Aquara-Trickmarker genommen, auf der anderen Seite auch. Die Taschen legt ihr so vor euch hin, dass diese Rundung nach unten zeigt. Und die werden jetzt rechts auf rechts daran gebaut. Das heißt, ich schiebe das jetzt unter den Stoff. Und zwar landet die 1 cm über der Markierung und 1 cm unter der Markierung, weil ja die Tasche auch eine Nahtzugabe hat. Ich habe das hier auf dieser Seite schon mal gemacht. Also hier enden die Taschen, diese Taschenteile, und hier könnt ihr die Markierung sehen. Und so wird das festgesteckt. Das mache ich natürlich auch mit dem anderen Teil. Das sieht jetzt auf dieser Seite bei mir so aus. Wenn ich das umdrehe, sieht es so aus. Jetzt wird auch hier innerhalb der Nahtzugabe genäht. Hier würde ich jetzt tatsächlich schon mal einen elastischen Stich nehmen. Da könnt ihr den dreifachen Gradstich nehmen. Dreifacher Gradstich heißt der, glaube ich. Da guckt ihr am besten mal, was eure Nähmaschine da so hergibt. Ihr könnt auch einen Overlockstich hier schon nehmen, aber ihr müsst halt innerhalb der Nahtzugabe bleiben. Wobei, wenn ich mit meiner normalen Nähmaschine den Overlockstich nehme, der ist, glaube ich, nur 0,5 cm breit. Da wäre ich also voll drin. Das mache ich dann vielleicht am besten gleich mal so. Und damit näht ihr die Taschen fest. Und das macht ihr natürlich auch mit dem zweiten Hosenteil. Das sieht jetzt so aus, aufgeklappt. Jetzt legt ihr das zweite Teil rechts auf rechts da drauf. Also genau so. Ich komme jetzt schlecht an der Kamera vorbei. Ich lege mir das da drauf und stecke das rundherum einmal ein bisschen fest. So sieht das gesteckt aus. Da oben fehlen mir ein paar Klammern, da habe ich Nadeln genommen. Da, wo jetzt geklammert ist, wird genäht. Ihr fangt hier oben an, dieses kleine Stück zuzunähen. Dann näht ihr, wenn ihr Taschen eingesetzt habt, die Tasche ab. Kommt hier wieder auf den Hauptstoff, sage ich mal. Näht bis hier runter. Dann ist eine Naht fertig. Dann geht es hier in der Mitte weiter. Hier anfangen, einmal die Rundung nähen. Und dann geht es hier weiter, unten am Bein anfangen, hier wieder hoch, um die Tasche nähen und das kleine Stück nach oben. Oben der Bund bleibt natürlich auch auf. Und das mache ich natürlich wieder mit einem elastischen Stich. Ich nehme den Overlockstich auf meiner Nähmaschine. Ich benutze jetzt hier den ganz normalen Nähfuß, weil ich ja meine Nahtzugabe von 1 cm habe. Und mit dem Overlockfuß wäre die kleiner. Deswegen nähe ich jetzt ganz normal mit in Nähfußbreite und schneid dann hinterher die Nahtzugabe zurück. Das sieht jetzt so aus. Jetzt könnt ihr das wenden. Und jetzt sieht es schon wirklich nach einer kleinen süßen Hose aus. Jetzt fehlen noch die Bündchen. Ich fange mit dem Bauchbund an. Idealerweise habt ihr natürlich das Kind irgendwie greifbar und messt einfach einmal den Umfang vom Bauch, von der Taille. Und das sind bei uns, bei meinem Zielkind, 52 cm. Wenn das Kind nun nicht in der Nähe ist und es soll eine Überraschung sein und ihr möchtet das verschenken, dann messt ihr hier einfach einmal den Durchmesser. Das sind hier 24 cm. Plus, also die 24 cm doppelt sind 48 cm. Also es kommt ran an den Bauchumfang, den ich jetzt auch brauche. Dann nehmt ihr, wenn ihr so Bündchenstoff habt, dann nehmt ihr das Ganze mal 0,7. Also bei meinen 52 cm mal 0,7 kommen 36,5 cm raus.
Dann kommt da die Nahtzugabe zu von 2 cm, sind 38,5. Ich habe das aufgerundet auf 39 cm. Also mein Bündchen ist 39 cm lang und sie empfiehlt eine Höhe von 16 cm. Das schneide ich jetzt mal eben zu. Ihr müsst natürlich darauf achten, auch wenn ihr normalen Jersey benutzt, dann ist das übrigens mal 0,8 der Faktor, dass ihr das so schneidet, dass also die Länge, könnt ihr sehen, also in der Höhe, so laufen hier auch die Rippen. Könnt ihr, glaube ich, gut sehen, dass das eben in der Länge dehnbar ist. Das habe ich nämlich schon falsch gemacht. So, dann legt ihr das vor euch hin, klappt das rechts auf rechts zusammen und näht das hier an der Kante einmal ab. Das sieht jetzt so aus. Das ist ein Schlauch. Dann nehmen wir auch gleich noch die Beinbündchen zum Schlauch. Da messt ihr euch entweder wieder den Durchmesser der Hose, verdoppelt den, nimmt das mal 0,7 und gibt 2 cm bzw. 1,5 cm Nahtzugabe dazu. Oder ihr messt an einer Hose, die Bündchen hat, einfach die Bündchen aus. Das haben wir so gemacht. Die Bündchen sind 10 cm im Durchmesser, verdoppelt 20 mit Nahtzugabe 22 cm. Also meinen Bündchenstoff schneide ich jetzt 22 cm lang zu und in der Höhe ist der 20 cm. Das ist die empfohlene Höhe. So, wenn das nachher zusammengeklappt ist und an der Hose ist, ist das Bündchen halt so hoch, 10 cm, beziehungsweise 9 cm wegen der Nahtzugabe. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir zu viel, so breite Bündchen mag ich nicht leiden, dann könnt ihr einfach das Bündchen schmaler zuschneiden und gebt die Zentimeter aber unten am Schnittmuster dazu. Das ist ja ganz einfach. Einfach verlängern und da dazugeben, dann könnt ihr das Bündchen auch kleiner machen. So, dies braucht ihr natürlich zweimal. Wieder falten und hier an der langen Seite abnähen. Und das mache ich natürlich mit beiden Stoffen. So, die folgenden Schritte sind für alle drei Teile gleich. Ich zeige euch das am Bauchbund. Ihr könnt sehen, den noch ist die Naht außen. Das wird jetzt zur Hälfte zusammengeklappt. Die Naht verschwindet dann in der Mitte. Ich achte natürlich darauf, dass die Nähte sich hier treffen oder dass die Naht sich hier trifft. Jetzt suche ich mir als erstes den Punkt genau gegenüber der Naht. Mache mir da eine Nadel rein. Ich habe mir hier bei der Naht auch eine Nadel reingemacht, einfach weil es dann besser zusammenhält. Gegenüber ist auch eine. Wenn ihr jetzt die beiden Nadeln aufeinander legt, könnt ihr es wieder auseinanderfalten und markiert euch den Punkt und den Punkt wieder mit einer Nadel. Dann habt ihr eine 12-Uhr-Nadel, sozusagen 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr. Und das macht ihr auch mit eurer Hose oben am Bund, beziehungsweise nachher auch unten bei den Beinen, also auch die 4 Punkte markieren. Das ist an der Hose etwas einfacher, weil die Seitennähte der 3 und der 9 Uhr Punkt sind. Weil die Vorder- und Rückseite ist natürlich gleich lang bei diesem Schnitt. Jetzt habe ich also hier die 4 Punkte und hier die 4 Punkte. Jetzt nehme ich den Bündchenstoff und stülpe den. Ihr müsst euch überlegen, wenn es egal ist wie bei mir, ist es auch egal, wo ihr die Naht lasst. Ich würde die immer auf die Rückseite machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier die rote Nadel. Es wird über die Hose gestülpt, also aufmachen. Die offenen Kanten treffen sich oben. So, und jetzt steckt ihr die 4 Nadeln zusammen. Also im Prinzip die 8 Nadeln. Erstmal mache ich hier meinen. Ihr könnt die Bündchennaht natürlich auch an die Seite machen. Das ist Geschmackssache. So, da trifft sich die eine, da trifft sich die nächste. Sieht jetzt so aus und wie ihr sehen könnt, ist der Innenstoff etwas größer als das Bündchen. Also Bündchen gerade, Innenstoff noch nicht. Ihr spannt jetzt den Stoff in eure Maschine ein. Da könnt ihr jetzt auch eine Overlockmaschine nehmen. Spannt das hier ein, zieht dann die nächste Nadel so weit, dass der Bündchenstoff nicht gedehnt wird, aber der Innenstoff gerade da dran liegt. Also etwa so. Und dann nähe ich bis zu dieser Nadel. Wenn ich das genäht habe, lasse ich das natürlich los, nehme die nächste Nadel und ziehe das wieder, dieses Stück, bis das gerade dran liegt. Das ist hier gar nicht viel, also es passt ziemlich gut zusammen. Und das mache ich, bis ich einmal ganz drum rum bin. So, wie ihr sehen könnt, muss ich da gar nicht viel ziehen. Das ist wirklich nur so ein ganz kleines Stück, was gezogen werden muss.
Ich achte vor allen Dingen auch darauf, dass die Falten schön gerade da drauf liegen. Und dann wird es mit dem Overlockstich abgenäht. Das sieht jetzt so aus. Jetzt könnt ihr das, wenn ihr das hochkrempelt, schon mal betrachten und schon mal für gut befinden. Das tue ich zumindest. Ich finde die ganz süß, wobei ich sowieso Kinderhosen oder Pumphosen sind ja immer total süß. So, das gleiche macht ihr jetzt auch noch mit den Beinbündchen. Die vier Punkte suchen, die sucht ihr euch auch an der Hose und dann wird einmal drumherum genäht. So, damit ist die Hose fertig. Ich finde die zauberhaft. So Pumphosen haben natürlich immer was. Ich hänge wieder Tragebilder hinten ran, damit ihr auch seht, wie die angezogen aussieht. Das ist eine Hose, wenn ihr mal wenig Zeit habt, die ist ziemlich schnell genäht und macht was her, dadurch, dass sie oben diese Falten hat. Wenn ihr bei Facebook seid, freue ich mich über Bilder, genauso wie Sabrina von Lilis Pumpbär. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.